Die Totra-Schlucht ist unser Ziel. Unser Weg führte uns vom Lac de Teslit über Emil Chil zu und durch die Totra-Schlucht bei Tingir. Diese Route ist einzigartig und führt durch eine der schönsten Regionen im Hohen Atlas. Der See Teslit, Lac de Teslit, liegt im Nationalpark Hoher Atlas Oriental im östlichen Teil des Atlasgebirge in Marokko. Er ruht auf einer Höhe von 2200 Metern und hat eine Fläche von ca. 130 Hektar, was 130 Fußballfeldern entspricht. Seine Entstehung wird seit einiger Zeit auf Meteoriteneinschlägen vor ca. 40.000 Jahren zurückgeführt. Mittlerweile hat der See nur noch ein Zehntel seiner ursprünglichen Größe und führt im Vergleich wenig Wasser. Die Wasserknappheit spürt man leider überall in Marokko. Wir haben am See einen wunderschönen Platz gefunden und beschlossen, über Nacht stehen zu bleiben. Außer ein paar einheimischen Marokkanern, die uns zum Tee eingeladen haben, waren wir in dieser wunderschönen, kargen, schroffen, anmutenden Landschaft komplett allein. In Marokko darf man überall stehen bleiben und wild campen. Leider trübt das bekannte Müllproblem, besonders Plastik, was im kompletten Land herrscht, die wildromantische Stimmung. Also haben wir in einem großen Radius um unseren Stellplatz herum den Müll eingesammelt und haben einen kleinen Teil dazu beigetragen, dieses Land mit seinen unfassbar schönen Landschaften zu schützen. Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg zur Totra-Schlucht und durchfahren das kleine Bergdorf Emil Chil. Emil Chil ist ein typisches Berberdorf im hohen Atlasgebirge. Es liegt etwa 125 Kilometer nördlich von Tingir in einer Höhe von etwa 2120 Metern. Die Abgeschiedenheit des Hochtals trug ganz wesentlich zur Herausbildung von Traditionen bei, die in der islamischen Welt ansonsten weitgehend unbekannt sind. Die Einwohner des Ortes sind nahezu ausnahmslos Berber, die von alten Stämmen abstammen. Sie leben traditionell von der Schaf- und Ziegenzucht, auch Hühner werden gehalten. Daneben wird auf den Feldern Getreide und Gemüse angebaut. Durch die mittlerweile gut ausgebaute Passstraße R317 spielt der Tourismus seit einigen Jahren auch eine Rolle und nimmt spürbar zu. Die Passstraße 317 führt bis Abu Dhal. Abu Dhal nehmen wir die R703 in Richtung Totra-Schlucht Tingir.
Wir befinden uns auf dem Gebirgspass Tizi. Die Landschaft in dieser Region erinnert eher an eine Mondlandschaft. Aber dennoch ist es unglaublich schön hier. In den Sommermonaten kann man den Gebirgspass sehr gut befahren. In den Wintermonaten ist der Gebirgspass gesperrt. Im November ist hier recht wenig los und von daher sind uns nur sehr wenig Autos begegnet. Und plötzlich lag sie vor uns. Senkrecht aufragende Felswände und nur diese eine enge, schmale Straße, die mitten durch den Canyon führt. Willkommen in der Totra-Schlucht. Der Fluss Oued Totra hat auf seinem Weg in den Süden durch die Gebirgskette des Hohen Atlas einen atemberaubenden Canyon hinterlassen. Diese spektakuläre Totra-Schlucht liegt im östlichen Atlasgebirge und gehört zu den bedeutendsten Schluchten Marokkos. Die R703 führt durch die Schlucht, die 14 Kilometer lang ist. Uns kam die Durchfahrt wesentlich länger vor. Wir sind nicht wie fast alle Besucher dieser Schlucht von der Oase Tingir mit deren traumhaft schönen Palmgärten in die Schlucht gefahren. Unser Weg führte uns direkt vom Gebirgspass Tizi im Hohen Atlas in die Schlucht rein. Die nächsten Minuten könnt ihr die Schlucht einfach nur genießen und genauso wie wir einfach nur hindurchfahren.
ihr die Schlucht besuchen wollt, dann fahrt am besten morgens oder abends. Tagsüber ist die Schlucht sehr, sehr voll. Seitdem die Grenzen nach Corona wieder offen sind, steigt die Besucherzahl stetig an. Und das spürt man auf jeden Fall. Auch wir gehören zu den Besuchern und müssen sagen, ist es eigentlich schade, dass so ein schönes Naturschauspiel wie diese Schlucht wegen Geld tagtäglich hergegeben wird. Und die Frage, die sich uns dabei stellt, ist, wie lange wird diese Schlucht noch so schön sein, bevor sie, so wie alle anderen Sehenswürdigkeiten, im Müll versinkt? Die letzten 600 Meter in dieser Schlucht sind die spektakulärsten. Die engste Stelle ist hier gerade mal 10 Meter breit. Die Felswände links und rechts ragen 160 Meter hoch. Diese Schlucht ist einfach einzigartig.